Das, was Sie jetzt hier an Brückenkonstruktionen sehen, ist die sogenannte Gerüstbrücke. Die ist quasi intakt, die bleibt so bestehen. Da ist dann der Brückenteil, der in Anführungsstrichen nur mit Korrosionsschutz versehen wird, wo nachher dann anschließend die neue Fahrbahnbrücke wieder drauf ist. Das ist schon Gerüstbrücke, das bleibt da. Mhm. Also wir bauen jetzt ja zurück, das sind gerechnet 800 Tonnen. Die neue Konstruktion ist ja ein bisschen leichter, sind dann ca. 700 Tonnen, hat aber die gleichen Abmessungen, die gleichen Ausdehnungen, also auch Querträger und Längsträger, auch ein Geländer an der Seite. Das ist deswegen nur ein bisschen leichter, aber mit heutigen Bauverfahren durch eine Schweißkonstruktion und nicht wie damals eine Lichtkonstruktion, das ist ein bisschen anders ausgestaltet. Und die arbeiten sich dann über die ganze Brücke da? Ganze Brücke rückwärts zu. Und dann, wenn jetzt, sag ich mal, bis zur Mitte abgebaut ist, das ganze Gleise und dann die Konstruktion noch, dann kippt die nicht da hinten rüber starten. Die Brücke? Nein, das haben wir gerechnet. Da kommt also eine besondere Festhaltekonstruktion hin. Da ist dann nur hoch eine einzelgefertigte, hochfeste Konstruktion, die leicht gelenkig, beweglich in allen Ebenen ist, um auch da die feste Verbindung zwischen der neuen Brücke und der alten Brücke herzustellen. Und das ist ja tatsächlich eine Spezialanfertigung für die Münchner Brücke. Zeigen wir erstmal mit. Okay. Ist noch nicht auf der Baustelle. Und das passiert in welchem Zeitablauf jetzt? Also wir haben jetzt hier Anfang Juli, letzte Woche begonnen mit dem Leichter, mit dem Rückbau der Brücke. Und mit der Montage ist dann angedacht, in 4 Wochen die ersten Montagearbeiten vorzunehmen. Das heißt, die kriegen jetzt erstmal Zeit, sich vorzusammeln und hier ein bisschen Platz haben. Weil die neuen Teile, die alten Teile wieder rückbauen, sehen Sie ja immer in 7,50 Meter Schritten, von Querträger zu Querträger. Und die neuen Teile, die auf dem Montageplatz vorgefertigt werden, werden als 15 Meter Element, also als Doppelschuss, schon hierher gebracht und werden dann nur in 2 Hälften eingebaut. Und der alte Stahl, der wird dann Richtung Remscheid abtransportiert? Richtung Remscheid abtransportiert, dort verladen als Stahlschrott. Recycelt und verwendet. Alles, was Sie vorher wissen, wo wir vorher darauf reagieren können, spart nachher letztendlich Zeit auch auf der Baustelle, dass wir möglichst zügig hier mechanisch den Ablauf nicht stören dabei. Aber es sind zwar 64 gleichartige Felder, aber ich glaube, die haben auch bei den 64 gleichartigen Feldern trotzdem, ich glaube, bis zu 20 Unterschiede. Wir sind auf dem Zeitplan 3. November und haben ja mit unserer Baufirma auch nochmal den Zeitplan durchgearbeitet, optimiert. Mehrschichtbetrieb, 6-Tage-Woche. Wir halten nach wie vor die Option offen, auch mal sonntags zu arbeiten. Das sind dann Fragen, die wir auch den Anwohnern nicht unbedingt zumuten wollen, sondern eine Frage, was wir auch den Arbeitern zumuten wollen. Aber die kleine Option haben wir noch. Und alles ist darauf ausgerichtet auf den 3. November, um am Montag, den 4. November den Tag. Aber die Teile, die wir aufnehmen, haben maximal ein Gewicht von 2 Tonnen. Auch das muss dann genau berechnet werden und auch so getrennt werden, dass kein Teil schwerer ist als die vorgegebene maximale Lastgröße, eben auch was der Kran tragen kann, was man auch ausheben kann, um das Ganze auch nicht in einen instabilen Zustand zu bringen, sondern ist es auch alles statisch gebaut, was die Baufirma ausgedacht hat. Und das wird auch gerade am Anfang besonders stark überwacht, um auch da das einhalten zu können, um das keine Überraschung zu machen. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, wir bewegen uns hier in teilweise bis zu 100 Meter Höhe. Insofern muss auch das alles beliebig eingehalten werden. In welcher Reihenfolge, welche Arbeitsschritte nicht vorzunehmen sind. Wir haben da einen Arbeitsgerüst, einen Schutzgerüst vorzunehmen. Es ist trotzdem auch Corona-Sache für die Arbeit, die jetzt sehen, ob die Brücken draufkommen, auch mit dieser Höhe auch zurückzukommen. Und letztendlich eine Baustelle, da wird geschweißt, da wird getrennt, das ist ein Stück weit Brandgefahr, das sind auch die Feuerlöscher überall angestellt. Hier werden schwere Teile gehoben, die auch dann beweglich sind. Hier kann aber ein schweres Teil runterfallen. Insofern müssen wir auch den Arbeitsschutz gewisse Rechnung tragen.